City Life wird Ihnen präsentiert von dticket.de, Ihrem Ticketpartner in Düsseldorf. Jede Menge Kunstliebhaber tummelten sich am Sonntag in der Galerie Mensing und dabei riss sich jeder um ihn. Romero Brito ist eigentlich der Star unter den Pop-Art-Künstlern. Auf seiner Deutschland-Tour hat der brasilianische Künstler die große Jubiläumsausstellung zum 10-jährigen Bestehen der Galerie eröffnet. Eingeladen war zudem auch ein prominenter Gast, der sich über den Verkaufserlös des Tages freuen konnte. Ich bin heute hier, weil die Galerie Mensing 10% von dem Erlös der verkauften Bilder heute für die Arche spendet. Ich bin Projektbotschafterin der Arche für Köln. Arche ist gegründet worden von Pastor Segelkow vor einigen Jahren. Es ist traurig, dass es so etwas geben muss bei uns, denn jedes fünfte Kind lebt unterhalb der Armutsgrenze, jedes fünfte Kind lebt in einem Hartz-IV-Haushalt und die Arche stellt Häuser zur Verfügung, wo die Kinder, besonders in Berlin, in Hamburg, in allen großen Städten in Deutschland, demnächst auch in Köln, wo Kinder aus sozial schwachen Familien eine Anlaufstelle haben. Gezeigt werden 20 bis 30 Skulpturen und ca. 80 Bilder des Künstlers, wobei viele Werke am Sonntag erfolgreich verkauft wurden. Das Geheimnis von Romero Brito liegt in der bunten Farbgebung, die eine positive Aura ausstrahlen und die Menschen glücklich stimmen soll. All die Ideen, die ich habe, kommen von den einfachen Dingen im Leben. Ich mag die Dinge draußen in der Welt, die Natur, meine Freunde, Tiere, Zeitungen, Fernsehen, Film. Halt Dinge, die ich mag und die ich in meine Arbeit mit einbringen kann. Television, Movies, things that I like and I put in my work. Die lebhaften Elemente und die bunten Farben drücken seine optimistische Lebenseinstellung aus. Romero Brito mixt die Kunststile Kubismus, Graffiti und Pop-Art. Zusammen ergibt diese Mischung eine unverwechselbare persönliche Note, die von seinen Fans so geschätzt wird. Das Kunstwerk heißt Atlantik. Es stellt eben zwei Fische auf einer Blume dar. Wir haben es uns gekauft, mein Mann und ich, zu unserem 25. Hochzeitstag. Eben weil die Fische sind beweglich und man kann sie immer so einstellen, wie die persönliche, private Stimmung zu Hause ist. Entweder zueinander, wenn man sich gut versteht, oder voneinander weg, wenn es nicht so gut klappt. Aber auch die kleinen Fans kamen nicht zu kurz, denn der Künstler gab nicht nur Autogramme, sondern skizzierte auch einige Besucher, allerdings in Schwarz-Weiß. Die bunten, knalligen Farben spielen für Brito eine wichtige Rolle in seinem künstlerischen Schaffen. Ich denke, es ist so wichtig, mehr Farbe in unsere Welt zu bringen, anstatt Schwarz und Weiß. In Schwarz und Weiß wären die Dinge niemals so schön wie in Farbe. Schwarz ist zwar sehr kraftvoll, aber wenn du Rot, Gelb und Grün dazufügst, dann werden die Dinge viel interessanter. Bis zum 24. April haben Sie noch die Gelegenheit, die Werke in der Galerie Mensing zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter der unten eingeblendeten Internetadresse. City Life wurde Ihnen präsentiert von dticket.de, Ihrem Ticketpartner in Düsseldorf.